Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zur digitalen Veranstaltung Kindeswohl im Blick, gut und gesund aufwachsen, die Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien als ganzheitliche Aufgabe weiterentwickeln, grüße ich Sie sehr herzlich. Leider ist das hier jetzt nur als Aufzeichnung möglich, dieses Grußwort. Ich hätte mich gerne auch live dazugeschaltet, aber leider findet parallel das Plenum des Landtages statt. Und das ist natürlich für uns prioritär, dass wir dem Gesetzgeber zur Verfügung stehen. Ich freue mich sehr, dass sich bereits Anfang November mehr als 170 Teilnehmende zur Veranstaltung angemeldet haben. Dies zeigt die Relevanz des Themas und das Engagement im Land Brandenburg. Aber nicht nur die Anzahl der Beteiligten ist positiv, sondern auch das breite Spektrum an Kompetenzen und Qualifikationen, das heute hier vertreten ist. Diese vielfältigen Kompetenzen und Perspektiven brauchen wir. Denn die Bedingungen für ein gesundes Aufwachsen werden nicht nur im Gesundheitsbereich geschaffen. Ebenso wichtig sind Bildung, Soziales, der öffentliche Gesundheitsdienst, die Frage des Wohnens oder auch der Freizeitbereich. Deshalb freue ich mich sehr, dass heute auch die Bereiche Schule, Wohlfahrt oder Kommunalverwaltungen vertreten sind. Wir alle können gemeinsam die Bedingungen für gutes Aufwachsen im Interesse von und gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen gestalten. Die heutige Fachtagung wird von den Partnern der Brandenburger Landesrahmenvereinbarung nach dem Präventionsgesetz ausgerichtet. Mit der Umsetzung der alle 2 Jahre stattfindenden Präventionskonferenz und den Fachtagungen ist die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Brandenburg beauftragt. Die erste Präventionskonferenz fand im Juni 2019 unter dem Titel Gemeinsam gestalten, Gesundheit fördern statt. Damals vermittelte sie einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten und Strukturen im Land Brandenburg. Der Bogen spannte sich von der Gesundheit rund um die Geburt bis zum gesunden Älterwerden. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die zweite geplante Präventionskonferenz nicht wie vorgesehen im Sommer 2020 stattfinden. Die Partner der Landesrahmenvereinbarung haben deshalb entschieden, den Fokus auf die psychosozialen Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Pandemie bei Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zu legen. Es ist ein gemeinsames Anliegen, insbesondere die Gesundheit und Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die Corona-Pandemie hat Kindern, Jugendlichen und deren Familien viel abverlangt. Heute und in der zweiten Veranstaltung am 10. Dezember wollen wir gemeinsam besprechen, was wir im Land Brandenburg gemeinsam mit allen Beteiligten tun können, um der Bewältigung der psychosozialen Belastungen, dass wir da unterstützen und die Strukturen im Land und vor Ort bedarfsorientiert weiterentwickeln. Ich möchte gleich vorweg sagen, im Land Brandenburg sind wir gut aufgestellt, diese Herausforderungen anzunehmen. Viele unterstützende Strukturen und Angebote sind vorhanden, ebenso wie kompetente und engagierte Akteure. Der Landtagsbeschluss Kindeswohl im Blick behalten, Kindergesundheit schützen vom 20. Mai dieses Jahres benennt schon zahlreiche dieser Anknüpfungspunkte. Wir müssen uns allen gemeinsam und klug die vorhandenen Ansätze verstärken, weiterentwickeln und vernetzen. Die Aufgabe der heutigen Veranstaltung und des nachfolgenden Workshop-Tages wird es sein, Empfehlungen für eine Landesinitiative zu entwickeln und Kompetenzen zu bündeln. Bringen Sie sich ein in diesen Workshops, lassen Sie uns an Ihrer Expertise und an Ihren Erfahrungen teilhaben. Die Eindämmungsmaßnahmen haben sich massiv auf den Alltag von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt. Sie konnten ihre Freundinnen und Freunde oft nur noch online treffen.
durften zwischenzeitlich nicht mal mehr auf den Spielplatz, nicht in den Sportverein und auch nicht in Schule und Kita. Einige mögen sich am Anfang der Pandemie vielleicht noch gefreut haben, dass die Schule ausfiel. Aber Online-Unterricht und Homeschooling haben von allen Beteiligten sehr, sehr viel gefordert. Die von den Kindern, von den Jugendlichen, ihren Eltern und auch von Schulen und Kitas. Viele Jugendlichen und Kinder haben aber auch mit Verstörung, mit Rückzug, mit Vereinsamung und auch mit Angst auf diese Situation reagiert. Insgesamt für die Familien eine immense Herausforderung. Das ist auch heute gerade von den Familienverbänden in einer ähnlichen Tagung angesprochen worden. Wie gut sie die Herausforderungen bewältigen konnten, hing nicht zuletzt auch von den sozialen Ausgangsbedingungen der Familien ab. Für eine gute und bedarfsgerechte Weiterentwicklung vorhandener Gesundheits- und Unterstützungsstrukturen, auch in Krisenzeiten, benötigen wir zuerst belastbare Informationen darüber, welche Auswirkungen diese Eindämmungsmaßnahmen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Land Brandenburg haben. Auf Deutschland bezogen gibt es allerdings bislang nur eine Längsschnittstudie, die COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Diese Studie, Corona und Psyche, untersucht die Auswirkungen und Folgen der Covid-19-Pandemie auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die Ergebnisse der ersten Befragungswelle zeigen, dass sich deutschlandweit gut 75% der befragten Familien durch die Pandemie belastet fühlten. 75%. Von den Ergebnissen der zweiten Befragungswelle Mitte Dezember 2020 bis Mitte Januar 2021 waren die Forschenden selbst überrascht. Die subjektive seelische Belastung der Kinder und Jugendlichen war noch einmal auf mehr als 80% angestiegen. Auch 10 Monate nach Beginn der Pandemie litt noch jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten. Ängste und Sorgen hatten bei der zweiten Befragung deutlich zugenommen. Ebenso depressive Symptome und Niedergeschlagenheit wie psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Fast jedes dritte Kind mit Hinweisen auf psychische Auffälligkeiten und mehr als 80%, die sich belastet fühlen. Meine Damen und Herren, das sind beunruhigende Zahlen. Doch die Studie hat ebenfalls ergeben, dass ein sehr großer Teil der Kinder und Familien, wenn nicht die größten, insgesamt gut durch die Pandemie kommen werden. Vor diesem Hintergrund wollen wir, die Partner der Landesrahmenvereinbarung in Brandenburg, parallel zur bundesweiten Befragung eine repräsentative COPSI-Befragung durchführen, die die vierte Welle der Pandemie einschließt. Einen ähnlichen Weg ist die Stadt Hamburg gegangen, die bereits parallel zur ersten bundesweiten Befragung eine repräsentative Befragung in ihrer Stadt durchführte. Die Stichprobenziehung für das Land Brandenburg hat das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit LAVG realisiert. Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. ist mit der Umsetzung der Replikation der Studie beauftragt worden. Mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist eine Kooperationsvereinbarung geschlossen worden und die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Brandenburg ist mit der Studienleitung beauftragt worden. Wir sehen gespannt den Ergebnissen entgegen, mit denen wir im ersten Quartal des Jahres 2022 rechnen können. Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen im Land Brandenburg zu fördern, kann nur als gesamtgesellschaftliche Anstrengung gelingen. Nie war eine ressortübergreifende Politik zur Stärkung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wichtiger als heute. Wir brauchen eine integrierte Sozial- und Gesundheitsberichterstattung, die als Daten für Taten
einen Überblick über die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen und ihren Familien geben. Aus einer guten Datengrundlage folgen aber nicht automatisch die richtigen Taten. Wir benötigen deshalb Austauschplattformen auf Landesebene, um die Daten der Berichterstattung mit Erfahrungen und Perspektiven aus den unterschiedlichen Handlungsfeldern zu schneiden, in den Austausch zu bringen und bedarfsgerechte Strategien zu beraten. Die heutige Veranstaltung ist dazu ein Beitrag. Der Gesundheitsbereich kann diesen Austausch koordinieren, aber ohne die Perspektiven und Kompetenzen, beispielsweise aus den angesprochenen Bereichen Bildung, Soziales, Arbeitsförderung oder Jugendhilfe, geht es nicht. Es hat sich bewährt, dass das Bündnis Gesund Aufwachsen seit 2004 die Kooperation der relevanten Partner der Bereiche der Kinder- und Jugendgesundheit unterstützt. Das Bündnis Gesund Aufwachsen ist ein guter Ort, diesen Austausch zu organisieren. Selbstverständlich müssen auch die Partner der Landesrahmenvereinbarung Brandenburg zur Umsetzung des Bundespräventionsgesetzes einbezogen sein. Zu diesen gehören das Land Brandenburg, aber auch die Träger der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung. In Brandenburg haben wir sowohl auf Landesebene als auch auf Ebene der Landkreise und in den kreisfreien Städten sowie in den Gemeinden starke Bündnisse und Netzwerke, mit denen wir bedarfsgerecht und schnell auf sich verschärfende gesundheitliche Lagen reagieren können. Der öffentliche Gesundheitsdienst kann eine zentrale Rolle übernehmen, diese Aktivitäten und die Akteure in den Austausch zu bringen, auch wenn er momentan durch die Pandemie immer noch extrem belastet ist. Mit dem Ansatz der Lebensphasen- und lebensweltübergreifenden kommunalen Strategien, den sogenannten Präventionsketten, haben wir im Land Brandenburg erprobte Konzepte, auch vor Ort bedarfsgerechte, abgestimmte Unterstützungs- und Begleitstrukturen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Es ist gut, auch hier die Partner der Landesrahmenvereinbarung auf unserer Seite zu wissen. Und vieles läuft auch jetzt schon gut. Die Zusammenarbeit von frühen Hilfen, Kinderschutz und dem Netzwerk Gesunde Kinder beruht auf einem gemeinsamen Handlungskonzept. So konnten die Netzwerke auch während der Pandemie, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, Familien begleiten. Weitere Netzwerke wie die lokalen Bündnisse für Familien oder das Netzwerk Gesunde Kita könnten folgen. Denn Familien, Kitas und Schule sind wichtige Orte, an denen tagtäglich und hoffentlich bald auch wieder in Präsenz im Austausch von Eltern, Kindern und Fachpersonal die Bedingungen für ein gesundes Aufwachsen geschaffen werden. Die Landesebene kann zwar Rahmenbedingungen für gute unterstützende Angebote schaffen, aber vor Ort müssen diese abgestimmten Maßnahmen unserer Landesinitiative ankommen. Doch zunächst danke ich Ihnen allen, die Sie heute hier teilnehmen und damit Ihr Engagement verdeutlichen, gemeinsam daran zu arbeiten, dass Kinder und Jugendliche im Land Brandenburg möglichst wenig beeinträchtigt aus der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie hervorgehen. Und dass wir die gewonnenen Erfahrungen nutzen, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen und dass wir die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Ein großer Dank geht auch an die Arbeitsgruppe und Mitglieder im Bündnis Gesund Aufwachsen für ihre Beteiligung an der fachlichen Vorbereitung der heutigen Veranstaltung. Und last but not least möchte ich mich sehr herzlich bei Gesundheit Berlin Brandenburg e.V. bedanken, die als Träger der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Brandenburg diese Veranstaltung im Rahmen der LRV fachlich umsetzt, diesmal in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Gesundheitsziele Brandenburg. Ich wünsche nun Ihnen allen eine sehr spannende und ergiebige Veranstaltung und gute Erkenntnisse. Vielen Dank, meine Damen und Herren.